Moin, moin. Erst einmal möchte ich mich ein bisschen dafür entschuldigen, dass so wenig kommt in letzter Zeit. Hat aber auch einen Grund. Ihr seht nach wie vor immer nur noch einen davon hier liegen. Finde ich selber beschissen, aber was soll ich machen, ne? Am Montag wird jetzt mal bei Kyosho angerufen und gefragt, was da los ist. Weil kann ja nicht sein, dass das jetzt 4 oder 5 Wochen dauert, ne? Finde ich einfach, ist ein Unding. Und da soll jetzt mal auf den Grund gegangen werden. Auch wenn man verstehen kann, dass sie jetzt ihre Problematiken haben, gerade im Außenhandel, dadurch, dass ja Robbe und Kyosho zusammengelegt wurden, ne, sind die natürlich am Umstrukturieren, aber meine Güte, das ist zu lang, ne? Gerade wenn ich einen hohen Preis für ein Produkt zahle, finde ich das schon besser, wenn das dann auch relativ zeitnah ankommt, ne? So, aber hat sich natürlich auch ein bisschen was getan, ne? Ich versuche ja immer ein paar Kleinigkeiten und sowas zu holen, um einfach ein bisschen was da zu haben. Aber es ist halt nie genug, um wirklich dafür einen neuen Part zu machen. Deswegen ist auch dieses Video jetzt kein Part vom Boot. Na, ihr seht gerade, boottechnisch, ne, bin ich hier unterwegs. Aber es ist kein Part vom Boot. Es geht auch ein bisschen um generell ein paar Informationen und sowas. Und auch ein kleines Unboxing gleich von ein bisschen Zeug, was ich gekauft hatte. Na, also einmal hatte ich das hier noch geholt. Das ist so, ja, so ein Spiralschutz, ne? Den kann man um die Kabel legen und kann Kabel damit zusammenführen, sodass das halt ein Kabelstrang dann sozusagen ist. Ne? Dann hatte ich hier so ein Y-Kabel geholt. Finde ich voll gut, dass hier ist so eine Gummibuchse. Und hier hat man halt eine Buchse für beide Stecker direkt. Also braucht gar nicht so ein komisches Y-Kabel, was dann ja wieder zwei Ausgänge hat, sondern hat hier wirklich alles in einem. Finde ich voll gut. Und habe ich mitgenommen, ne? Gefiel mir. Ja, und sonst habe ich hier noch, das sind so, ja, Klemmschellen nennt man die jetzt. Die tut man um den Schlauch, um jetzt irgendwo festzuklemmen, ne? So, ich weiß nicht, ob die dafür passen, so wie ich das bis jetzt gesehen habe, nicht. Dafür sind die wohl zu klein. Aber sowas kann man auch immer mal da haben. Das ist echt nicht schlimm, ne? So, also das ist nochmal zum Thema Boot. Ich warte ja nach wie vor, wie gesagt, auf den zweiten Regler. Na, hier ist soweit alles fertig, um damit fortzufahren. Ne? Ich muss sie hier noch einkleben, das ist klar. Aber das machen wir ja zusammen. Und ja, das dauert halt leider noch einen Moment. Ne? Nehmt es mir nicht übel, wenn in der Zwischenzeit echt nicht so viele Videos kommen, weil ich weiß einfach nicht, worüber sollte ich euch ein Video machen. Ich meine, natürlich haben wir ein paar Themen da, nur hin und wieder reicht dann auch meine Zeit nicht, um diese Themen gut aufgreifen zu können, ne? So, dann war ich natürlich, ne, wieder mal einkaufen, so ein bisschen. Ihr seht ja wo, ne? Könnt ihr euch ja denken, wo ich einkaufen gehe. So, dann habe ich mir mal ein bisschen Zeug geholt, was man einfach mal so liegen haben kann, aber hin und wieder auch zum Teil fürs Boot. Einfach ein bisschen Modellbauzeug, was ich wichtig finde. Das ist halt jetzt Schrumpfschlauch, ne? Also das sind jetzt 1,5 mm im Durchmesser für 1,90 € oder sowas, keine Ahnung. Modellbaumesser und ein paar Extraklingen. Dann Kupferlitze, falls ich hier wieder irgendwas mit LEDs oder sowas starte, ne, damit ich hier auf jeden Fall ein bisschen Kabel dabei habe. Ne? Einmal in Rot. Dann habe ich das nochmal in Schwarz gekauft, na, wegen Plus Minus. Dann weiß ich nicht, hatte ich mir mal so überlegt, man könnte ja auch irgendwann mal nochmal ein Flugzeug oder sowas bauen oder einfach irgendwas ja, bauen, sage ich mal. Und da gibt es halt solche Gewindeeinsätze, die man jetzt beispielsweise in Balsaholz reindrehen kann, um halt M3s, ne, also M3-Schrauben da reinzudrehen. Finde ich, ist eine coole Nummer. Weil da muss man nicht immer mit diesen Blechschrauben arbeiten, ne? Davon habe ich mir dann direkt zwei Packs geholt. So. Und ja, was habe ich mir noch geholt? Auf jeden Fall mal wieder ein Cuttermesser. Muss ich auch echt sagen, die sind wirklich gut. Bin ich selbst überrascht. Aber das ist ordentlich scharf. Haben jetzt die beiden geholt, ne? Einfach mal so. Hiermit bin ich ein bisschen präziser dabei, deswegen, wenn ich jetzt irgendwas Kleines mal ausschneide, ne? Dann habe ich mir noch
Meerschaumschlauch geholt, aber nur 25 cm ein Stück, ne? Mit einem Durchmesser von 2 mm und dann nochmal für die ganzen Stecker und sowas, ne? Einen mit 6 mm, so ein Schraubschlauch. Ja, dann habe ich noch gesehen, hier wieder von Donau, ne? Eine Magnetschale ist das. Die kostet da echt auch nicht viel, ne? 5 Euro knapp. Und ist sau nützlich. Ne? Man hat hier eine Schale, stelle ich mir irgendwo hin und jeglichen Kleinkram, Schrauben oder sowas, kann ich immer hier reinfallen lassen und weiß halt, wo sie sind, ne? So. Mit dazu nochmal Kabelbinder. Ist nie verkehrt, Kabelbinder im Haus zu haben. Und das hier sind halt mal echt sau viele, ne? 400 Stück. Ich weiß gar nicht, was die gekostet haben. 4,90 € jetzt, ne? Das finde ich ist voll okay. Also habe ich mir das Zeug nur so geholt, einfach nur so für zwischendurch, um ein bisschen was da zu haben, ne? Ich hole ja immer mal was, einfach um es auf Lager zu haben, weil ich es einfach besser finde, Sachen zu haben und sie nicht zu brauchen, als sie zu brauchen und nicht zu haben, ne? Können vielleicht einige nachvollziehen, andere nicht, weil dann unnötige Geldausgabe und sowas ins Spiel kommt, aber letzten Endes ist all das Geld, was ich fürs Hobby ausgebe, in meinen Augen nicht unnötig ausgegeben, ne? So. Ja, das war's eigentlich auch schon wieder. Also, viel mehr habe ich nicht zu erzählen. Noch hier so ein kleines Teil bekommen von einem Kollegen. Damit möchte ich dann auch beim Boot messen, wie viel Watt da rauskommen, also wie viel Watt die Motoren abgeben, dann wie viel Spannung sie bekommen, wobei das weiß ich ja eigentlich. Aber auch generell die Stromaufnahme, ne? Mit wie viel Ampere bin ich da gerade dabei und so weiter. Ne? Dafür doch mal das. Ein GPS-Ding brauche ich auch noch, dass ich halt auch weiß, wie schnell das Teil ist. Aber das kommt nach und nach. Das sind wieder größere Anschaffungen, weil das kostet auch schnell mal ein Fuffi oder mehr. Ja, dann wird auf jeden Fall nochmal ein externes BEC folgen. Das brauche ich hierfür auch noch. Und hoffentlich in näherer Zukunft kommt ein neues Fahrzeug bei mir ins Haus. Und da muss ich allerdings auch sagen, da werden wahrscheinlich einige Fahrzeuge, die bis jetzt bei mir hier stehen, weggehen. Meine Modellbau-Kollegen wissen das schon, also hier Army, also German SC Channel, Benny und so weiter. Die wissen schon von dem Plan und zwar werde ich dieses Jahr einen Großteil meines Bestandes, sage ich mal, verkaufen. Raushauen, relativ günstig sogar. Und möchte dann, ne, ich sag mal, was für nächstes Jahr was Tolles machen, ne? Muss man so sagen. Also, ob dieses Jahr noch irgendwelche Fahrvideos kommen, ich hoffe auf jeden Fall von diesem Boot noch. Und das ist auch für mich persönlich einfach wichtig. Und wahrscheinlich von dem neuen Fahrzeug, was eventuell ankommt, ne? Wenn ich das so schnell noch fertig bekomme, weil das sind einfach Projekte, die beanspruchen sehr, sehr viel Zeit. Und das ist nichts, wo ich einfach mal schnell sage, zack, zack, zack und das mache ich, sondern das ist wirklich mit Gedankengut verbunden, ne? So. Dass ich ein paar Sachen verkaufe, heißt absolut nicht, dass ich mit dem Hobby aufhöre. Absolut nicht, das geht bei mir gar nicht mehr, das ist in mir drin. Ja, da habe ich viel zu viel Bock dafür. Also, ne? Das weiterzumachen. Ja, aber ich finde halt wichtig, dass ihr auch informiert seid, ne? Ihr als meine Zuschauer. Dass ich immer noch aktiv bin, ganz klar, halt leider nur nicht so sensationell oder große Veränderungen zeigen kann. Dann vielen Dank fürs Zuschauen, ne, von diesem Video. Ich wünsche euch eine schöne kommende Woche und hoffentlich sehen wir uns dann bald wieder mit größeren Updates, auch dann bezogen auf das Boot oder dann auch mal zum Unboxing von ein paar anderen Teilen, ne? So. Dann grüße ich natürlich alle meine Kollegen. Ihr wisst sowieso, dass ihr gemeint seid, ne? Ihr wisst, dass wir eine kleine Truppe sind. Wir haben eine Facebook-Gruppe gemacht. Die läuft auch super. Klickt euch da doch mal rein. Link dazu findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Ja, dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.